Hier sind es ein bisschen viele wieder. Sehen wir mal von hier so ungefähr. Okay, das ist ein bisschen blöd mit dem Glas zu zählen. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ich wollte aber auch hier nur 10 haben, also töten wir mal die Hälfte. So. Das war einer. Okay, warten wir mal, bis die aufgehört haben zu brennen. Da sind immer noch zu viele. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, immer noch zu viel. Ja. Ist echt schlecht, Eier direkt hier vor dem Ding zu haben. Okay, wir haben hier noch 2, 4, 6. Und hier mehr als 4. Weil die aus den Ecken raushauen. Okay, also, wir haben 2, 4, 6, 18, 12. Also noch 2 weniger. So. Okay. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 11. Also einer weniger noch. Das ist, glaube ich, überlegt. So, also wir haben jetzt 2, 4, 6, 8, 10. Wunderbar, okay. So kann man das lassen, Leute. Da sind leider ein paar zu viele hier oben erwachsen geworden. Aber egal. Sind hier überhaupt noch welche drin? Nein? Vielleicht oben, naja. Jetzt kommen da rein und da haben wir, ja schön, 34 Hornschuhe. Wie geil, Leute. Wir könnten die eigentlich gleich nochmal, diese 10, um die Maschine im Laufen zu halten, Leute, gleich nochmal züchten. So. Schnell raus. Eier, wenn wir brauchen, kriegen wir von oben. Wir lassen also alle hier. Außer legen sie direkt vor die Tür. Die werden ab sofort immer abgebaut. Ah, verdammt. Ich habe sie zerstört, statt abzubauen. Ich dachte, für einen Moment dachte ich, ich habe die Glücksspitzhacke. Na, okay. Das sind jetzt halt einfach 4 Eier weniger als beim nächsten Mal. Egal. Wir scheinen jetzt eh genügend zu haben und die Maschine scheint einigermaßen gut zu funktionieren.
Das ist da irgendetwas Interessantes zu sehen. Das, ich meine, da sind zwei, vier, die diese Ecke sehen. Und zwei, die da herumhängen, die den Axolotl zu sehen. Drei, die frei herumschwimmen und zwei, die da oben sind. Naja. Okay, Leute. Also, Fehler haben wir jetzt nicht mehr gemacht. Und es ruckelt immer noch. Wie ihr seht. Die Ursache waren also nicht meine Tiere. Wir haben eine Ursache also definitiv entfernt. Das heißt, in Zukunft kann ich auch meine Tiere wieder weiter vermehren, behaupte ich jetzt mal. Aber es war schön, jetzt doch mal ein bisschen was an Rohstoffen bekommen zu haben. Seit der Notschlachtung gibt es doch schon einiges. So, einmal kurz schlafen. So, ich habe nichts. Okay, Leute, wir machen jetzt Folgendes. Wir müssen immer noch herausfinden, warum es laggt, warum es ruckelt. Und ich öffne jetzt mal den Task Manager. Und interessant. Audacity braucht über 20% der CPU-Last. Warum? Ich sollte dringend mal nachsehen, ob es wieder eine neue Version gibt, Leute. Den meisten Arbeitsspeicher hat natürlich Minecraft. Meistens CPU Audacity, gefolgt von OBS, gefolgt von Minecraft. Audacity, das nur Audio aufnimmt, sollte auf keinen Fall mehr Last verbrauchen. Also da stimmt irgendwas nicht, Leute. Also irgendwas ist da bei Audacity kaputt. Das ist echt. Okay. Kann ich... Ich öffne jetzt mal den Ressourcenmonitor, Leute. Mit dem kann man das, glaube ich, aufzeichnen, was verbraucht. Okay. Und jetzt müsste ich hier doch... Überwachung start ist schon überwacht. Hä? Also ihr seht das jetzt gerade nicht, Leute. Ich sehe leider nicht, wo das aufgeteilt ist. Nach Programm, Leute. Das ist echt blöd. Das ist echt schlecht irgendwie. Okay. Egal. So, wir machen jetzt mal. Wir laufen jetzt einmal zu den Schildkröten und wieder zurück, Leute. Ich habe jetzt die Überwachung angemacht. Ich hoffe, man kann dann, wenn ich sie beendet habe, herauslesen, welches der Programme OBS
Minecraft oder Audacity am meisten CPU-Last benötigt. Und wenn es Audacity ist, dann läuft da definitiv etwas falsch, Leute. Ich hoffe, Audacity hat nicht irgendwie ein Memory Leak oder so in der aktuellen Version. Wir können auch mal die Debug-Angabe aufmachen. So, wir laufen zu den Schildkröten und dann essen wir kurz was. Und laufen wieder zurück. Da war es gerade bei 26 unten. 16. 15. 13. Immer schlimmer wird es, Leute. Die GPU ist aber stets unten. Also ich glaube, es liegt nicht an der GPU, Leute. Speicher auch nicht, auf keinen Fall. Okay, Leute. Dann sehe ich jetzt mal nach. Ich drücke jetzt auf Überwachung beenden. Und tatsächlich waren alle meine CPU-Kerne. Auf 100% ausgelastet. Meine CPU war komplett ausgelastet, Leute. Also daran liegt es offenbar an diesen Lags. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, Leute. Wir spielen jetzt PC Sherlock Holmes. woran es liegt. Und entgegen meiner Hoffnung kann man es leider nicht nachsehen. Welcher Prozess wie viel CPU-Last generiert hat? Was zur Hölle? Ihr habt das doch auch gerade gehört, oder? Da ist doch gerade irgendetwas passiert. Und dieses Geräusch, das ist nicht eine Musik. Die Musik haben wir schon öfters gehört. Aber hier ist nichts passiert. Seltsam. Was war das? Aber ich stand ja hier. Und ich dachte, ich hätte es rechts gehört. Ist vielleicht im Keller irgendwas oder oben? Nicht, dass einer meiner Vögel jetzt irgendwie gestorben ist oder so. Nein. Seltsam. Okay, Leute. Ich versuche jetzt mal weiter herauszufinden, warum die CPU so riesig ist. Also, was ich hier sehe, Leute, ist, dass OBS im Schnitt 35% CPU-Last gebraucht hat. 12 CPU-Kerne wurden... Nein. Das ist die aktuelle. Ah, okay. Also im Durchschnitt kann ich hier noch mehr Spalten auswählen? Ja. Leider nicht. Die maximale. Schade. Also im Schnitt hat OBS 35% CPU-Last gezogen, Leute. Minecraft direkt dahinter mit 34%. Audacity nur noch 10%.
Also das ist irgendwie ein bisschen anders als das, was mir hier der Task Manager anzeigt mit Audacity 20%. Okay, Leute, ich hab's herausgefunden. Er stuft das nach oben mit Gesamt. Das heißt, OBS, ja, Minecraft und Audacity haben zusammen 80% meiner CPU-Last ausgemacht. Und alles andere auf meinem PC dann halt noch die restlichen 20%. Und OBS hat ungefähr ein Drittel ausgemacht. Minecraft ungefähr ein Drittel. Wobei Minecraft macht unglaubliche Sprünge. OBS ist eher konstant, ging aber nach unten. Und Audacity ist die ganze Zeit eigentlich unten geblieben. Okay. Ja, seltsam. Na gut, Leute, ich glaube, wir werden jetzt einfach irgendwas anderes machen, Leute. Wir werden jetzt dann noch ein bisschen normal spielen und bis zum nächsten Mal werde ich definitiv nachsehen, ob es neue Versionen von Audacity und OBS gibt und werde dann hoffentlich aktualisieren und dann ist es hoffentlich vorbei. Und wenn nicht, muss ich mir die Einstellungen nochmal nachsehen, Leute. Es kann nicht sein, dass Audacity im Task Manager angezeigt wird mit 20% CPU-Last, während OBS nur 15 oder sowas hat oder 10 bis 15. Das kann nicht sein.